So, liebe Leute, willkommen zu Rennen Nummer 17. Herzlich willkommen zum großen Preis von Russland heute. Ja, müsste Russland sein, dürfte Russland sein. Danach mal nämlich noch nächste Woche Japan, dann müsste Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi sein, dann müssten wir eigentlich auch durch sein. Aber jetzt, wie gesagt, das Rennwochenende aus Sochi. Nach dem Desaster aus Russland. Aus Japan. Ach Quatsch. Ich bin noch nicht ganz wach, es ist gerade mal 9 Uhr morgens. Aus Singapur natürlich. Geht's heute weiter mit dem nächsten Rennwochenende. So, ich gucke gerade, ob ich ein bisschen Kohle dabei habe. 10 Millionen, okay, die haben wir nicht. Strapazierfähigkeit. Ja, dann knallen wir sie mal rein. Und dann hoffen wir mal, dass wir wieder ein paar Pünktchen einsammeln, damit wir ein bisschen Kohle reinbekommen. Das neue Auto wird wahrscheinlich schon fertig sein. Warte mal, ich guck mal gerade wegen den Sponsoren. Moment. Anpassung. Ja, Autolackierung. Autolackierung, habe ich jetzt irgendwas gemacht gerade? Nee. Ach komm, egal, scheiß drauf. Kriegen wir so hin. Gut, gehen wir mal kurz in die Aktivitäten. Gucken wir nochmal, ob wir was haben. Aber für die paar Tage noch jetzt was reinhauen können. Sponsoren-Event, damit wir ein bisschen Kohle einnehmen können. So, let's go. Das hat nochmal ein bisschen Kohle. Oh, das. Ja, gut, wir müssen nicht Kohle einnehmen. Wir haben noch 680 Dollar. Wird hoffen, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. So, Reifenauswahl. Ich fahre die etwas weichere Mischung wie immer. Und dann gehen wir rein ins nächste Rennwochenende. Und da hoffen wir, dass wir wieder richtig Punkte mitnehmen können. So. Ja, wie gesagt, willkommen in Russland. Wir wollen natürlich das Ding hier gewinnen. Und beziehungsweise ein gutes Ergebnis haben. Also gewinnen klar, aber mal gucken, wie es raus wird. Okay, das Training 2 ist verregelt, aber Hauptsache das Qualifying und das Rennen ist mal trocken. Uiuiui. Ja, wir haben irgendwie sind dahinter. Das ist erstmal das Wichtigste. Das Training 2, ja gut, jetzt kann man mal. Gut, okay. Gut, gehen wir rein. Und erste freie Training, liebe Leute. Da sind wir bei den Stadion von den Winterspielen 2014. Ja, und wir fahren mitten durch und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was besseres Ergebnis bekommen als die letzten Rennen. Vor allem das in der letzten Woche. Noch letzten Rennen. Müssen wir sogar beide Rennen gewesen sein, die wir echt für übel verkackt haben. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Ja, wir fahren auf jeden Fall Medium erstmal. Setup habe ich drin, auch fürs Nass. Ich habe jetzt bis Russland drin. Also, ich meistens immer ein, wie das Rennen halt. Gut, dann gehen wir raus auf die fliegende Runde. Don't push the car just yet. The track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, letzte Garage, gib ihm.
aussteigen. Boah, die Boxenausfahrt ist ja ewig lang. So, gucken wir mal, was ist. So, das neue Auto bzw. die neue Lackierung ist schon fertig für die neue Saison. Wir haben ja jetzt danach nur noch 4 Rennen. Und dann fahren wir ein paar Mal, dann gehen wir uns in die neue Saison. Wir werden natürlich unser Auto ein bisschen weiterentwickeln. Letztes Jahr gab es natürlich auch einige Updates. Ich muss ja mal in der Karriere davon ein bisschen was zu spielen bekommen. Ja, was könnte natürlich sein? Weil Ferrari ist dann für gesagt ein bisschen schlechter gemacht worden, also da angepasst worden. Genau wie Haas oder Alpha. Gucken, wie es dann wird in der neuen Saison. So, ich mach mal meine Reifen ein bisschen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Naja, gut, okay, schauen wir mal, was wir auf die Reihe bekommen mit dem Auto. Weil sie hier diesen Rennwochenende. Es muss doch wieder ein kleiner Schritt was vornehmen, das finanzielle Brillenbetrieb. Muss auf jeden Fall wieder ein Schritt da vorne gemacht werden. So. Okay, los geht's. Ja, eigentlich ist es eine sehr schöne Strecke, muss ich sagen. Mir gefällt sie eigentlich besser als zumindest, was jetzt danach kommt. Also Japan ist ja mal so überhaupt nicht mal eine Strecke. Aber wir müssen ja nehmen, alles wie es kommt, ne? Es muss ja alles gefahren werden irgendwo. Einige lange Geraden. Und hier, das ist so eine Ecke, wo man sich echt mal sehr gerne verbremst. Ein bisschen aufpassen, dass das Auto nicht kommt. Das kommt mir weg mit noch ein bisschen. So, die erste Zwischenzeit auf den Medium, liebe Leute. Wir fahren unsere 3-4 Runden hier auf der Strecke. Ein bisschen Verlust haben wir gerade gemacht auf der. In der Ecke hier. Erster weg, erster Sektor, Bestzeit. Ja, dann haben wir ein bisschen besser mehr, ein bisschen rausgeholt. We have 2 laps of fuel remaining. Da habe ich ein bisschen mitgenommen. Bisschen zu viel vom Kopf mitgenommen. Aber es reicht doch, um hier eine neue Bestzeit wahrscheinlich auch im zweiten Sektor zu setzen. Box this lap, please. Box this lap. Ja, wie gesagt, in Singapur waren wir ziemlich chancenlos. So, da haben wir übelst stehen gelassen. Das wird definitiv keine neue Bestzeit werden. Vielleicht doch ein Minimal, aber da haben wir echt viel verloren. We're low on fuel. Box in the next 2 laps, please.
When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, da war ziemlich am Ende nochmal böse verbremst. So, Sektor 1 ist die beste Zeit, aber wir haben auch keine ERS mehr, sehe ich gerade. Ja, das ist definitiv, das sind wir viel zu schnell. Ich fahre die Runde aber noch irgendwie zu Ende. Ja, sind wir echt ziemlich über das Ziel rausgeschossen. Weil die Runde jetzt gerade immer ein bisschen besser wird. Hier sind wir doch ein bisschen besser rausgekommen, wenn wir ein bisschen vorsichtiger angefahren sind. Klar, dass das keine neue Bestzeit wird, das sah man uns sehr gut aus. Und dann sagte das Spiel, ja, gut, wir haben keinen Schritt mehr. Jetzt ich mich mal da, wo es hingehört, damit ich. Warte mal. Geht's nicht in die Garage oder irgendwie? Was soll ich jetzt? Ach, leck mich doch am Arsch, ne? Ernsthaft? Warte mal, ich muss mich mal kurz... Jetzt muss ich mal ein bisschen anders machen, weil ich wollte eigentlich nicht... So, zurück in die Garage. Bevor ich hier wieder disqualifiziert werde und mir meine gute Zeit... Also meine Zeit anerkannt wird. Aberkannt wird, weil ich war eigentlich in der Notausgang. Dafür ist er ja eigentlich da. Und ich stehe nicht in der Boxenausfahrt, eigentlich. So, Bestzeit auf jeden Fall momentan vor auch Ricciardo und auch vor einem Leclerc, der auf hart fährt, aber zumindest vom Rivalen stehen wir momentan. Das wäre auch schon das erste freie Training, liebe Leute. Also das geht jetzt relativ schnell. Ganz vorne wird es definitiv nicht reichen, das bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn wir mal wieder ein paar Punkte mitnehmen, wäre das top. So, vierter momentan, aber wir sind gut mit dabei. Auf einem Niveau. Gut, Ricciardo hat sich noch ein bisschen verbessert jetzt. Aber wir haben zumindest den Sieger aus. Aber nee, ja, doch den Sieger aus Singapur, das ist natürlich klar die richtige Aussage. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an: Hamilton, Ricciardo und Sebastian Vettel. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, also keiner, der sich auf die Soft getraut hat. Alle sind auf Hard, beziehungsweise Medium und Hard. Wir hängen nur vier. Der Auftakt, der macht schon mal sehr, sehr, sehr viel Mut. Aber mal gucken. Gut, Singapur war mir von Anfang an chancenlos. Das ist klar. Aber hier sind wir vielleicht wieder ein bisschen mit dabei. Großer Preis von Russland. Los geht's. Zweiter Teil 2. Also zweite Freitraining heute an diesem Freitag. So, dann gehen wir jetzt ins nasse zweite freie Training an diesem Freitag. Ja, liebe Leute, nächste Woche kommt auch ein neues Spiel auf den Markt, Malfita. Das wird mit Star Wars definitiv noch nichts. Das ist Need for Speed Hot Pursuit Remastered kommt auf den Markt. Ich hoffe, dass ich es euch zeigen kann. Aber mal gucken.
Na gut, wir gehen erstmal wieder zurück zur Formel 1 und dem, wie gesagt, zweiten freien Training hier aus Russland, aus Sotschi. Da sind wir zu Gast im Land von Wladimir Putin. Ja, okay, dann gehen wir mal auf Strecke, damit wir noch ein bisschen was gebacken bekommen heute. Hier werden wir drei Runden werden. Klar, man meistens so, weil sonst dauert die Folge immer zu lange. Also ich meistens schaffe ich so 10 Minuten freie Training. Ich weiß aber, Formel 1 2014 oder so war das, glaube ich. Da habe ich ja das Training auf eine halbe Stunde begrenzen können insgesamt Zeit. Das heißt, ich konnte euch alles ohne Probleme zeigen im freien Training. Das geht leider hier nicht mehr. Also seit einigen Jahren geht das leider nicht mehr. Aber jetzt wollen wir hier natürlich mit einem trotz guten Auftakt doch hier in Russland was mitnehmen. Los geht's! Das zweite freie Training an dem Freitag läuft. Erste freie Training P4. Das macht sehr, sehr viel Mut für einen guten Auftakt. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich irgendwie hin, uns mal wieder was mitzunehmen. Also was. Oh, ja, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was das Auto betrifft, weil ich merke gerade, das rutscht extrem. Ich muss immer ein bisschen beilenken. Ich fange mal zum Lenkrad und nicht vom Controller. Aber ich musste halt jetzt beilenken, weil das Auto jedes Mal wegkommen wollte. Ich fahre ja auf Traktion aus und Traktion Mittel. Entschuldigung, Traktion aus, will ich mich ein bisschen konzentrieren, wenn ich mal irgendwann mal machen. Aber das kann ich nicht machen, wenn ich hier in der Karriere so ein bisschen mit drin bin. Mache ich da mal ein bisschen privat. Mein Teamkollegen ist ja Sonntagsliga. Ja, wo der Auftakt ja am Sonntag wahrscheinlich wieder weitergeht. Dienstag sind wir in Spanien zu Gast. Auf den nächsten Punkt hoffentlich. Sonntag wissen wir noch nicht genau, wie der Start aussieht, wann wir starten, weil es ist eine neue Änderung dabei. Und zwar werden wir, wenn es mehr als 15 angemeldete Fahrer gibt, ein volles Qualifying fahren. Und dann werden wir auch nicht um 20 Uhr starten, wie wir das eigentlich sonst haben. Also es wird nicht mehr 20.10 Uhr der Start sein, sondern glatt 20 Uhr. Wenn wir eine halbe Stunde früher starten, nämlich auf 19.30 Uhr, ganz einfach. Weil das sonst einfach zu lange dauert. Mit dem vollen Qualifying, da bist du aber zwei Stunden fast dran. So, die erste Rundenzeit ist gesetzt von unserem Rivalen mit 1.50. Das wird natürlich für uns schon schwierig werden. Fragezeichen. Ja, wir sind mittlerweile bei 1.42. Und es ist noch ein 42-Halt, aber mal gucken, ob wir nochmal eine Runde gesetzt bekommen. Ich habe eben die Querstellung gehabt halt in der Runde, deswegen ist es ein bisschen vorsichtiger gefahren worden. So, jetzt sind wir noch besser durchgekommen eben, aber eben sind wir da ja ziemlich böse abgeflogen. Ich muss immer wieder mit dem Gas ein bisschen justieren. Das meine ich, genau das ist es halt. Front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Scheiße. Ja, übelst ein Quersteher, wieder einen Quersteher drin gehabt und plötzlich dann sagt das Auto, jetzt heißt die Wand. Da kann ich auch nicht mehr viel machen. So, auf von Neues. So, der erste Sektor sagt schon mal wieder, du bist momentan der Schnellste auf der Strecke, aber jetzt müssen wir es mitnehmen auch. Ja, dieser Fehler kurz auf Spaß. Ja, 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 ist gut. So, ein bisschen mitnehmen. So, ein bisschen anbremsen hier. So, nächstes Auto, was uns jetzt dazwischen schiebt, ist der zweite Renault. Also Doppelführung momentan für die Renault. Ricciardo und Ocon vorne weg momentan. Und Ricciardo setzt mal eine 50-6 hinterher. Also der ist scheinbar ziemlich vor uns auf der Strecke ein Stückchen.
Damit wird das klar sein, dass wir keine neue Position bekommen. Ja, jetzt fährt ein Williams raus. Mein neues Team und zumindest die Sonntagsliga. Nur, dass ich nebenbei ab. Ich werde nächste Saison nicht mehr in Pink unterwegs sein, sondern jetzt in diesem Blauen, was die Williams betrifft. Blau-Weiß, das ist sehr gut. Ich freue mich, dass ich wieder zurück bin bei Williams, weil mit dem Auto habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Und ja, mal gucken, was halt so wild. So, gucken wir mal, was jetzt die... Alter. So, ein bisschen mitnehmen. So gut, dass wir keine neue Runde hinbekommen, weil wir hier irgendwie immer eine halbe Sekunde liegen gelassen haben. So, der Sprit ist gleich alle. Das heißt, wir können keine neue Runde fahren. Wir fahren jetzt zu Ende. Die Runde wird sowieso nichts. So, wir haben momentan eine P3. Das heißt, oder ist hat Ricciardo wieder so ein perfektes Wochenende erwischt? 44? Also der baut seine Zeit gerade ein bisschen auf, ich komme gerade nicht hinterher, der hat eine Sekunde jetzt Vorsprung auf mich. So, ich lasse mal den Dings vorbei. So, zurück in die Garage und dann gucken wir mal, ob wir noch mal vielleicht eine Runde auf Trocken gesetzt bekommen. Dass ich sagen kann, ja, ich versuche noch mal ein bisschen was. Weil momentan hängen wir nur auf der P4, das ist was wir auch im ersten Freitag hatten, also vor Russell. Wobei der, den wir auch die Runde übelst kaputt gefahren haben. Du musst die Reifen jetzt schlechter als die Rundzeit sozusagen. Oh, wir werden durchgereicht. Oh, wir werden durchgereicht, ja. Raikön, Giovinazzi, Kwiat, Gasly. Auch relativ gut. Die Runde wird scheint mal schneller zu werden. Ich wundere mich nicht, dass wir im ersten Abschnitt liegen landen werden. Da hier momentan auf B11. Es wird keinen Trockenreifen geben. Hä? Doch, warte mal. Ach, dass die Zeit geht nicht. Vettel schnellster, ja. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, Verstappen und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Okay, 12. sind momentan, also keine Runden übrigens von Norris, Grosjean, Perez, Schumacher, Leclerc, Magnussen und die beiden Mercedes auch jeweils ohne Zwischenzeit. Also deswegen auf Platz 12 momentan, stehen also quasi vor den Williams. Aber, naja, mal gucken. Es war gemischtes Bedingungen, ich kam leider nicht mehr raus mit dem Reifen. Deswegen, sonst hätte ich vielleicht noch mal eine Zeit backen können, weil die Vettelzeit, die 1,41 da was da, oder ja noch 41, was war das, oder 1,45 oder so, die habe ich im ersten freien Training ohne Probleme gepackt. Und das auf Medium. Also mal gucken, was drin ist. Dann mit dem dritten freien Training. So, Training Nummer 3, liebe Leute, steht jetzt auch noch an. So, da sind wir mit der wieder in der Box. Und dann geht's auf die fliegende Runde. Wir wollen ein bisschen Action. Renn-Action, liebe Leute, auf der Strecke. Morgen mit dem Qualifying und am Sonntag dann wieder das Rennen. Wir haben um 14 Uhr zeitgleich über zum großen Preis von Imola, der jetzt in der Real Formel 1 ansteht.
Da bin ich auch gespannt. Die Strecke, die habe ich auch Gott schon ewig nicht mehr gesehen und vor allem auch nicht mehr gefahren. So, dann hier machen wir fett, dass wir den Schwung mitnehmen können. So, auf geht's. Training Nummer 3. Renix Teil 3. Wie dann? So, mal gucken, was wir jetzt mit den Reds hinbekommen mit den Soft. So, erster Sektor natürlich violett, also das ist klar, wenn wir das erste Auto auf der Strecke sehen, macht das natürlich sehr viel aus. So, erste Zwischenzeit von Albon und 35,5. Und da werden wir uns schrecken müssen mit der Zeit, wenn wir die wirklich nach Hause nehmen müssen. Nach Hause nehmen wollen. Die werden wir nicht hinkriegen. Wir sind eine gute Sekunde hinter dem Red Bull. Aber Stimmung ist auch jetzt hoch. Ich weiß, das war nicht ganz richtig. Normalerweise hätte ich noch ein bisschen weiter vorne hinten fahren müssen. Erste Sektorklatsche. Also gerade noch mal ein bisschen mitzunehmen. Momentan haben wir, fehlt uns noch ungefähr 300. Box this lap, please. Box this lap. So, momentan haben wir sie. 1,1 Sekunden Vorsprung. Auf die eigene, auf die Albon Zeit, auf meine eigene Zeit. Das wäre momentan echt gute Dinge dabei, dass wir dabei sind. Wir springen auf die 1:35:1. Yes, baby! Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Yes! Der Vorsprung vor Albon. Momentan Albon und Perez sind hinter uns. Also packen wir momentan einen Red Bull als 35er. Das ist gar keine schlechte Zeit. Ich weiß, dass die schnellste wahrscheinlich als 33er Zeiten hier fahren. Und ich hoffe, dass wir nächste Saison auch mit einem neuen Motor angreifen können. Ich will ja den Mercedes-Motor unbedingt haben. Ich glaube, irgendwie so noch mit aussehen könnte. Man kann hoffentlich, dass man auch was die Zeiten, was die Position betrifft, einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Mal ein bisschen weg von dem vom Ende des Feldes. So. So, mal gucken, ob wir das jetzt auf das Ende fahren. Oh, da waren auf jeden Fall die Bremsen irgendwie nicht mehr ganz gut. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt gerade, dass das Auto wieder ein bisschen stabilisiert ist. So, dann geht's jetzt in die Box.
Aber komm, wir warten, machen es anders. Wir stellen uns einfach die Runde zu Ende. Dass der uns nicht auf zwei Runden zählt, sondern auf drei. Weil das, was wir eigentlich schon mal fahren wollten, dann sind wir nämlich durch für heute. Und zwar mit dem auch dritten freien Training. Na, mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ob wir da noch mal was machen können. Also wir haben auch nicht einen Vorsprung, wir haben einen guten Vorsprung. Also wir stehen wieder vorne mit dabei. Ob es ganz vorne reicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ziemlich guter Dinge, dass wir dieses Wochenende echt was holen. Vielleicht mal eine reguläre Pole. Die haben wir bis jetzt ja noch nicht hinbekommen. Walter Bottas ist jetzt noch mal, kontert jetzt noch mal eine Zeit. Ja, ich will einmal auf der 1 stehen, ne? Ich fahre noch mal eine Runde. Eine Runde setze ich mir noch. Nur eine Runde setze ich mir noch. Ich will die Bottas-Zeit unbedingt da vorne nochmal knacken. Der ist nämlich 0,8 irgendwas Vorsprung. Vor uns. Einmal mal alles raushauen, weil wir wollen ja hier. Das ist nicht viel, es ist wirklich nicht viel, was er hat. Fahrer von mir. Bottas ahead. Their best lap time is a 1:35.0. Ah, die Runde ist. Da habe ich verloren, jetzt gerade schon. Gott, das sah in Russland eigentlich immer ganz gut aus. Müssen wir es mitnehmen noch. Oh, warum musst du dich dann jetzt komplett wegdrehen? Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Ja, Mann, ich hatte die Runde vor. Ich hatte einen guten Vorsprung dabei. So. Da haben wir sie. So, ab in die Garage. Einmal bitte in irgendeinem freien Training mal die Spitze an der buchen. Ja, noch nur knapp. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut dabei vorne. Schon mal auf 19, ja. Ja, der hat in Großbritannien der viele Punkte geholt, weil wir halt die Boxenstopp noch mal mussten. Aber wir müssen wieder Konzent reinbekommen. Wir haben echt Rennen dabei, wo wir echt top sind. Und dann haben wir wieder Rennen dabei, wo wir echt gar nichts auf die Reihe bekommen. Und wenn du Weltmeister werden willst, musst du auf jedem Rennen top sein. Ich mag manche Strecken nicht und das ist halt das, was ich auch wo ich meine Probleme habe auf der Strecke, wie es jetzt wo ich letzte Woche in Singapur zu sehen war oder auch in Monaco zum Beispiel, da sind wir zwar noch Zehnter geworden gerade so, aber ja. Und ich will halt ein gutes Ergebnis haben, damit wir ein bisschen Kohle wieder einnehmen können. Wie sind wir? $600 oder so noch, glaube ich. Ich hoffe, dass wir es irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, damit sind wir raus. Also es ist durch mit dem freien Training.
Also zumindest der Freitag ist schon mal abgearbeitet. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Qualifying. Bis dahin. Tschüss.